Ich bin heute ins Innere des Sparstadions ausnahmsweise einmal gegangen, wie ich selten tue, um eine Analyse zu machen aus psychologischer Sicht, weil mir das Schriftstück zu dieser Abbildung nicht dazu gefällt. Da steht, jeder steirische Jugendliche fast wünscht sich Diktatur statt Demokratie. Und das, finde ich, ist nicht richtig interpretiert worden. Weil diese Jugendlichen scheinen nicht die Staatsfahne, die österreichische, zu missbrauchen, sondern sie sind eigentlich sehr schön gekleidet, also ernst, dunkel, stark, also tugendhaft gekleidet, verstehst? Und sie haben die Fahne keineswegs, wie manchmal bei Übergriffen, irgendwie verletzt oder angezündet, sondern sie tragen sie eigentlich wie ein stolzes Stärkesymbol, verstehst? Also mit diesem Adler, mit der Willenskraft. Und auch hier dieser Junge, auch sehr schön gekleidet, also absolut hochtugendvoll gekleidet, schaut auch körperlich sehr gut aus, verstehst, stark, hat dieses Symbol, der Adler, also der auch Wirkungskraft hat, verstehst, mit diesen Werkzeugen, eigentlich sehr diskret mit einer passenden Erhebung, also gehisst. Verstehst, wo eigentlich die Stärke drin liegen sollte? Und als Grundlage wurde da eine Geschichte erzählt, es hätte sich ein Jugendlicher, der isoliert in die Enge getrieben wäre worden, ein Österreichischer von einer anderen Gruppe irgendwie in die Enge getrieben gefühlt und dann hätte er die Freiheit zurückerobern gekonnt. Also das ist ein bisschen eine naive Darstellung, glaube ich. Das schaut so aus, wie wenn diese Geschichte zu erfunden wird, dass diese Generation durch den Dreck gezogen wird. Weil das sind aber starke Jungs, die überhaupt keine schlechte Handlung damit machen, sondern nur wollen ihr Recht sozusagen der Akademikerwelt einmal wegnehmen. Also wo normal ja nur den Bundespräsidenten erlaubt ist, verstehst, die Staatsflagge hissen zu lassen. Und da hat es ausnahmsweise einmal lebende Gruppierung gemacht, dass sie sagen, sie aus ihrer Aktivität fühlt sich als Staatsbürger auch berechtigt, die Flagge einmal zu hissen. Da kann man nicht sagen, das ist eine verlorene Generation. Wenn eine jugendliche Gruppe sagt, sie kleidet sich sehr schön und hisst aus aktiver Kraft einmal die Staatsflagge, ohne sie irgendwie zu beschmutzen. Da kann man nicht sagen, das sei eine verlorene Generation. Sehe ich nicht so. Verstehst? Sondern da sind genau wieder die alten Weiber im Werk, die wollen sagen, wenn ein Junge friedlich die Fahne erhisst dann, und nicht sie das angeordnet hätten, dann sei dann eine verlorene Generation. Das kannst du aber nicht sagen. Verstehst? Also wenn irgendeine Schülerin von diesen hier würde selbst einen Kakao nehmen, aktiv, verstehst, kannst du nicht sagen, sie sei deswegen verloren, nur weil es die Lehrerin nicht angeordnet hätte. Verstehst? Also diese Stärke, die Tapferkeit, die Mut, die Redlichkeit muss man loben erwähnen. Muss man sagen, sie greifen eigentlich dazu zurück, um die Demokratie zu stärken, verstehst? Aber auch die Tugendhaftigkeit innerhalb der Demokratie deutlich herauszustellen. Das heißt, dass die Tatsache, die Kraft auch einen Wert hat und nicht nur das Gerede. Weil wir kennen ja das aus den Wahlpropaganda-Plakaten, wo jeder sagt, ich habe die Macht in der Hand, ich bin Magister oder ich bin der Einzige, der die Mächtigen überwacht und das alles nicht mehr glaubwürdig ist, verstehst? Weil ein Mann, ein Politiker, der hat ja gar keinen Zugang zu nicht einmal einen einzigen Mächtigen, verstehst? Du weißt nicht einmal einen geschmierten falschen Zettel von einem Mächtigen und schon gar nicht die Wahrhaftigkeit und schon gar nicht von allen Mächtigen, weil den kennt niemand, nicht einmal der Kaiser, verstehst? Die Machtträger, die kennst du ja gar nicht, verstehst? Weil sonst würdest du wissen, wer vor dir steht.